Heute probiere ich den Feierteifel. Herzlich willkommen zum Knöllerspielkanal. Heute gibt es ein Bier von Wieninger. Und zwar den Feierteifel. Feuerteufel, nehme ich an, heißt das. Hier ist ein Feuerteufel drauf. Von Wieninger Bier. Das kommt aus Teisendorf zwischen Traunstein und Salzburg. Habe ich mir aus meinem Urlaub mitgebracht, der Familie. Und das ist ein rotes Rauchbier mit 5,9 Volumenprozent Alkohol. Und das habe ich schon gehabt. Und das ist so der Spoiler. Ich habe es schon probiert. Wieninger Bier ist eine Brauerei aus Teisendorf. Seit 53 Jahren gibt es die. In siebter Generation habe ich auf der Internetseite gelesen. Und sie sagen, ihre Biere sind alle unbehandelt, also nicht pasteurisiert, nicht gefiltert. So auch wohl dieses. Rotes Rauchbier, Festbier. Bist du bereit für den Tanz mit dem Feuerteufel? Nee, mögen wir meinen nicht vorhandenes Barrich verzeihen. Also den Feuerteufel. Geheimnisvoll rot schimmert das Rauchbier im Glas und lässt uns tief in die verwegene Seele blicken. Selbstbewusst und kraftvoll schaut er ins Glas. Breitet seinen verwegenen Duft nach Tabak und Rauch und lockt ihm zu folgen. Bekommt er, was er will, tanzt er auf überraschend leichten Sohlen den Gaumen hinab. Die Nacht gehört ihm. Ja. Bodensatztrübung kann vorkommen. Ja, nicht schlimm. Machen wir auf. Rot, trüb und ein feiner, weißer, leicht beiger Schaum. Schöne Farbe. Ja, rötlich, rötliches Gelb, Rot-Gold. Der Rauch ist recht präsent, aber nicht nur, sondern auch eine schöne Fruchtigkeit dahinter. Hopfen steht, glaube ich, nicht drauf, welcher drin ist. Ja, doch, Tettnanger Hopfen ist drin. Eine Reinzuchthefe von innen selbst und verschiedene Karamellmalze. Kann an der roten Farbe liegen oder an dem, was da drauf steht, aber irgendwie so eine Rotfruchtigkeit, so wie so eine Johannisbeere, ich weiß nicht. Das ist was in der Richtung. Eine schöne, feine Nase, sehr feine Nase. Und das ist was, wo man wahrscheinlich wesentlich länger dran riechen kann und noch Sachen rausriechen kann, wenn man es denn gut kann. Ja. Probier mal. Prost. Auch im Mund, auch im Gaumen kommt eine schöne milde Rauchigkeit. Das ist jetzt keine Rauchigkeit wie nach Schinken oder sowas. Das ist einfach eine ganz milde, ganz mild geräuchert. Der Rauch in der Nase ist eigentlich jetzt weg mittlerweile. Bleibt so diese Fruchtigkeit. Ja, sehr mild. Schön. Also die 5,9 Volumenprozent Alkohol merkt man nicht. Trotz der Rauchigkeit ein sehr süffiges Bier. Ich habe, wie gesagt, das schon mal probiert und das läuft gut, muss man sagen. Sehr, sehr schönes Bier. Mir gefällt es wirklich gut. Wenn ihr mal unten in der Ecke seid, Ecke Traunstein, Umgebung, Teisendorf, guckt mal nach Wieninger Bieren und vielleicht auch noch einen Feuerteufel, wenn er noch da ist. Kann ich mal empfehlen. Kennt ihn jemand von euch? War jemand im Urlaub da und hat den vielleicht auch probiert? Vielleicht auch schon mal Wieninger Biere besucht, die Brauerei. Das steht bei mir, glaube ich, nächstes Jahr an. Das ist eine von den Brauereien in der Umgebung, die ich ganz gerne mal besuchen möchte. Dazu zählt auch noch Kamba
Und vielleicht auch nochmal das Hofbrauhaus Traunstein, weil das einfach ein schöner Tag war dieses Jahr. Ja, sagt mal, was ihr davon haltet. Wenn ihr es schon mal habtet, ansonsten lasst mir gerne ein Abo da und dann sage ich bis bald. Prost!